Jetzt heißen wir beide Mr. Gruber. Hast du Schilder? Ist ein bisschen hoch, oder? Ich meine, da oben. Ja, wenn du gern verbrennen willst, von mir aus gerne. Ja, aber da oben wird es gleich scheiße hell werden. Ah! Jetzt hätte ich nur eine Frage, wie kommen wir da raus? Ich würde zuerst mal sagen, wir graben das Ding hier nochmal ein bisschen tiefer. Aber warte, erstmal sammeln wir die Lava wieder ein. Das wäre mir recht, ja. So, jetzt machen wir die Schilder nochmal ab. Jetzt wollte ich gerade sagen, WTF, hier habe ich jetzt den Stein abgebaut. Dann würde ich sagen, tun wir das Ganze nochmal irgendwie ein paar Blöcke tiefer bauen. Es ist viel zu tief, finde ich. Ja, wie gesagt, sonst ist oben halt hell und dann spawnt da wahrscheinlich nichts mehr. Da spawnt schon was. Jetzt macht ihr da mal keine Gedanken, dass in Minecraft keine Monster mehr spawnen. Wahrscheinlich wird im nächsten Update es auch... Ja, tolle Wurst. Echt ganz tolle Wurst. Ja! Im nächsten Update wird wahrscheinlich aus... Lass mich doch da Cleanstone reinmachen. Warum denn? Das sieht doch kein Mensch. Das ist... Doch, das muss so sein. Ach, Gott im Himmel. Warum Gott im Himmel? Boah, ist ja gleich aus Obsidian. Das könnte man auch machen. Nee, da nicht. Wir könnten eine Arena bauen. Also, aus Obsidian. Nee, wir bauen so ein Spawn-Ground. Wo dann halt Viecher spawnen, die werden dann von zwei Pistons zurückgehalten. Weißt du, wie ich meine? Und dann bauen wir eine Arena, die hat einen Obsidian-Boden. Die muss ja nicht 400x400 Blöcke groß sein, sondern irgendwie halt ein kleinerer Raum mit Obsidian-Boden. Und dann kann man dort gemütlich Mobs abschlachten. Und der Obsidian-Boden ist halt hauptsächlich dazu da, dass wenn ein Creeper explodiert, nichts kaputt geht. Wobei ja, bei uns sind Creeper-Explosionen abgeschaltet. Aber ich meine, wenn man die Welt irgendwann mal im Singleplayer spielt, wenn wir die mal zum Download stellen. Ja, ja. Ich muss gerade wieder den Cleanstone holen. Wieso habe ich den raus? Mann. So, zwei Sticks, das muss reichen. Versuche hier Schleichbeck immer. Ist mich jetzt verarschen, Patrick? Was? Du bist bei mir unsichtbar. Ah, jetzt bist du sichtbar. Ich habe es gerade gemerkt, als. Ja. So. Muss halt alles seine Ordnung hier haben. Ich frag mich trotzdem, wie wir dann hier runterkommen sollen. Über eine Treppe, wie oft noch? Wir können das unterirdisch verbinden. Jetzt baue hier mal die Schilder hin. Hier auf die Höhe. Su Tycoon 2 Musik. Sehr geil. Let's Play wollte ich auch ewig mal machen. Hast du aber nie. Ich weiß. Genauso wie Sid Meier's. Ich hab's auf der Platte, ist auch gerendert, ist kein Problem. Siehst du, hätten eigentlich zwei Lava-Eimer gereicht. Ah, dann aber oben fließt sie so hässlich. Naja, aber trotzdem verbrennen die Monster. Stimmt natürlich auch wieder. Und dann sollen die Monster hier unten aufklatschen, oder wie? Naja. Wobei. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Können die eigentlich... No! Ich hatte gerade die Befürchtung, die könnten an den Schilder hängen bleiben, aber nö, man selbst kann nicht hängen bleiben, also können es die Monster auch nicht. Geht das eigentlich noch? Warte mal. Ah ne, schade, geht nicht mehr. Spawn Mob. Achso. Zusammengeschrieben, oder? Ja. Wieso willst du hier einen Zombie jetzt bauen? Achso, das geht Tatsache noch. Ja, ich dachte, das würde nicht mehr gehen. Ich hätte den Command noch so ganz hinten irgendwo im Kopf. Den kenne ich auch nur von dir. Ganz am Anfang, am Let's Play von Staffel 1 hast du eingegeben, slash spawn mob. Können ja mal. Schade, jetzt wollte ich, dass der oben durch die Lava fliegt. Ich habe nämlich nach oben gezeigt, aber der spawnt leider hier unten. Schade.
Egal. Also, die sollen dann hier unten aufklatschen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Slash J. Hui. Okay, ich gebe Slash Fly ein. Warte mal, wir probieren erstmal was aus, Kevin. Mach mal dunkel. So. Und jetzt drück F7 und dann siehst du, ob hier noch was spawnt. Ja, hier spawnt überall noch was. Hier ist gerade mal Licht Level 2. Also gar kein Problem. Also könnten wir die Lava doch noch mal ein Stück hochholen. Könnten wir, ja. Moment. Aber ist eigentlich egal. Ja, holen wir sie noch ein Stück hoch. Wir wollen ja auch gar nicht, dass die Viecher überleben. Weil wenn, dann machen wir einfach nur einen Häcksler draus. Na. So, zack. Das geht ja gar nicht, das ist ja richtig scheiße. Ich überlege gerade, auf welche Höhe ich die Schilder hier jetzt ungefähr hängen soll mit der Lava. Ich denke mal, das hier ist eine ganz gute Höhe. Wie schaut es jetzt aus mit dem Lichtlevel? 6. Es ist zu hell und klein, so. Es ist die Aufnahme irgendwie 10 mal unterbrochen worden gerade. Drücke nie F11, ich wollte eigentlich F7 drücken. So. Aber laut dem Ding hier sind ja alle Blöcke rot. Das heißt, die sind alle unterbeleuchtet, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, hier müsste überall was spawnen, von der Theorie her. Nö. Von der Tatsache her. Also wenn wir der hellste Block hier ist Licht Level 6 und du musst mindestens Licht Level 8 haben, damit nichts spawnt. Also spawn doch was. Ach so. Okay, dann passt das, dann würde ich sagen. Wenn die Markierung gelb ist, dann heißt es, dass da zu wenig natürlicher Lichtlevel ist. Was aber egal ist. Achso, ja, das kann ich den Zuschauern ja mal eben zeigen. Hier F7, wenn ich jetzt hier eine Fackel hinstelle, zack, dann sind die Blöcke um die Fackel herum. Ja, nicht rot, nicht gelb, nix. Das heißt, hier ist hell. Ja. Das heißt, dass der Lichtlevel auf den Blöcken heller als Lichtlevel 7 ist und somit spawnt nix. Ja, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns nach unten und bauen unten aus, oder? Können wir. Warte mal. Wir müssen erstmal einen Gang dahin bauen. Genau. Baust du eben den Gang, dann mache ich mal zu Hause Trichter. Wie viel brauchen wir denn da ungefähr? 4? Reichen die erstmal? Ja. Eisen. Jetzt die reichen auch sowieso. Mal hier. Not enough items. Das habe ich jetzt mal durch too many items ersetzt. Ne, too many items habe ich durch not enough items ersetzt. So rum ist es richtig. Jetzt brauche ich... Na, wo sind sie denn? Ja, ich will tun bei den Items nur viel besser. Genau. Jetzt suche ich hier gerade nur, wo der Trichter ist. Ja, wo soll ich denn jetzt einen Eingang hinbauen? Patrick ist ja mal wieder ein Witziger. Ja, warte. Ich helfe dir gleich. Muss jetzt erstmal gucken, wo hier Trichter sind. Gibt es hier dann hier keine Funktion irgendwie? Hier sind Trichter Minecarts. Du kannst unten in der Leiste kannst du eingeben, was du suchst. Da. Ah, hier Trichter. Oh, brauche ich Kisten für. Du bist so witzig, ey. Witzig, du dummes Spiel. Dann gib mir hier mal Rohholz. Warum denn? So, jetzt zack. Jetzt brauche ich. Nee, warte. So. Mann, ey, ich komm mit Not Enough Items noch nicht klar, also, ja, bisschen Geduld, liebe Leute. So, Truhe.
Ne, ich will keine Trapped Chest. Ich will doch einfach nur eine ganz normale Chest. Wie kann ich... einfach eine Kiste. Ah, wie kann ich Not Enough Items nochmal anweisen, dass er mir Kisten automatisch baut? Du guckst in eine Werkbank, klickst auf die Kiste. Ja. Und drückst dann Shift-Klick auf das Ding, auf das Fragezeichen. Da ist bei mir kein Fragezeichen. Warte. So. Ne, bei der Kiste ist kein Fragezeichen. Dann guckst du nicht in die Werkbank. Wenn ich in die Werkbank reingucke, warte. Hier, so, Rechtsklick. Ja, mache ich jetzt. Und jetzt mache ich auf die Truhe. Mache ich auf die Truhe R. Ah, jetzt ist da eins. Aha. Das so. R ist nur da, wenn du das auch craften kannst. Wenn du jetzt halt Sachen nur mit den vier Feldern craften musst, dann geht es auch. Wenn du nur ins Inventar guckst. Dumm. Also wenn du jetzt halt Ziegelstein craften willst zum Beispiel, warum ist das dumm? Das ist logisch, weil da kann ja die Sachen nicht reinlegen bei dir ins Inventar. Ja, wenn du eine Werkbank brauchst. Es ist verwirrend. So. Ich habe uns jetzt mal 11 Trichter gemacht und eine Doppelkiste. Das reicht, denke ich mal. Bretter. Könnte uns auch... Stimmt. Slash back. Uiuiuiui, ist hier oben Party. Ciao, ciao. Mir fängt gerade eins. Nee, Slash God lasse ich noch an. Dann gehen wir mal runter, oder? Oh doch, das funktioniert bisher ganz gut. Kommst du auch? Es ist nur mal interessant, in welche Richtung unser Dorf liegt. Ich glaube Richtung Westen, ne? Also ich würde sagen, wir machen... Warte mal, baue hier nochmal den Block rein. Baue hier nochmal eine Schicht nach oben, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, weiter Richtung Westen. Das heißt, hier in die Richtung ist der Ausgang später. Dann würde ich sagen... Plätzchen wir hier die Trichter hin. Achtung, Kevin. Warte mal. Also das Dorf ist in die Richtung, wo ich gerade guck. Ja, Richtung Westen. Ja. Passt. Aber so wie du die jetzt platziert hast, wird es nicht funktionieren, Patrick. Warum? Weil du die aneinander andingsen musst hier. Das heißt, du musst zuerst, das ist richtig dumm gemacht eigentlich, du musst zuallererst hier die Kiste platzieren. Naja, ganz witzig, Minecraft, echt. Ja, ist mir klar. So, dann musst du Shift gedrückt halten und dann die so da ransetzen. Und dann musst du da nochmal hier die Wand rausreißen. Kohle ignoriere ich jetzt mal großzügig. Und dann so und so. Aber wenn du jetzt von der Seite guckst, dann siehst du, dass die nach hier vorne gehen, weil ansonsten landen die nicht hier. Dumm. Jo. Naja. Also egal, wo jetzt das Ding reingesaugt wird, das landet auf jeden Fall in der Kiste. Patrick, baut die Kohle ab. Ja, Schwabeninstinkt, tut mir leid. Oh, du Schwabe, du. So... Ich baue hier wieder zu. Wir haben eh genug Pflasterstein. Und hier kann man theoretisch ja auch wieder zumachen. Dann fallen sie durch die Lava, da kriegen sie erstmal schon. Dann fallen sie hier nochmal auf die Fresse. Und wenn sie davon nicht sterben, dann... Ja... Hast du immer noch hier Dingensen, ne? Ja.
Gut, dann könnten wir theoretisch